Ein Hallo an die werte Zuhörerschaft, willkommen zum Let's Play von Panzer Corps Der Andere Weg. Wir spielen die Kampagne 2, die findet in den Jahren 1939 bis 1941 statt. Momentan befinden wir uns im Jahr 1940, genauer gesagt haben wir den 3. Juni, 8 Uhr morgens. Und wir spielen das Szenario Umbrien. Wir hatten uns ja entschieden, dem italienischen Pfad zu folgen, das heißt, wir befinden uns, ja, wie der Name schon andeutet, in Italien, kämpfen hauptsächlich gegen Italiener, und zwar sowohl in Italien selbst, als auch auf den Inseln, die Italien kontrolliert, und natürlich dann auch auf den ehemaligen Kolonien und Besitzungen am anderen Ende des Mittelmeers, also in Nordafrika, die italienisch besetzt sind. Hätten wir den anderen Pfad eingeschlagen, hätten wir uns in Belgien und in Frankreich hauptsächlich herumgetrieben, aber wir wollten ja mal mit anderen Gegnern zu tun haben als den Franzosen, deswegen der Kampf gegen die Italiener. Und das Szenario Umbrien ist das, was sich direkt vor dem Rom-Szenario befindet. Irgendwie auch ganz logisch. Wir haben uns ja oben durch, ja, von Tirol aus beginnend durch Norditalien gekämpft. Ja, und wenn wir immer weiter nach Süden vorstoßen, wo wir gerade dabei sind, dann kommen wir ja zwangsläufig nach Rom. Das war übrigens auch das Thema der Quizfrage, die ja hieß, wann fand die Schlacht am Trasimenischen See statt, die Hannibal gegen zwei römische Armeen schlug. Und das war 217 vor Christus. Das ist dieser Trasimenische See. Damals hatte es Hannibal geschafft, durch, naja, clevere Strategie diese Römer zu vernichten. Und zwar hatten die angenommen, dass es nicht möglich ist, sich außer auf der direkten und guten Straße, auf den guten Wegen Richtung Rom zu begeben. Er hat sie aber, hat aber andere Wege gewählt, bei denen aber auch eine ganze Menge seiner Truppen ihr Leben lassen mussten oder ja, Schaden nahmen, also sich durch Sumpfgegenden schlugen. Auf jeden Fall war er am Nordufer des Sees, etwa hier in dieser Gegend, und legte mit seinen Truppen einen Hinterhalt. Die Römer hatten sich hier gruppiert, er hatte sein Lager hier drüben und seine Truppen befanden sich hier oben in etwa im Hinterhalt. Und als die Römer dann, ohne zu ahnen, dass er sich in dieser Position befindet, hier am Ufer entlang marschierten, wurden sie halt von allen Seiten angegriffen oder halt von Norden angegriffen, Richtung See gedrückt und erlitten eine brachiale Niederlage. Insgesamt, zusammengezählt von beiden Armeen, rechnet man mit etwa 15.000 Gefangenen und 15.000 Toten. Das ist schon heftig und die Karthager haben etwa ein Zehntel bis ein Zwanzigstel dieser Verluste gehabt, also fast vernachlässigbar. Das war auf jeden Fall ein taktischer Sieg und ja, ich hoffe natürlich, dass ich nicht in diese Situation gerate und an den Ufern dieses Sees selbst in schwere Bedrängnis komme und eine Niederlage erleide. Das werden wir aber noch sehen, ob das so wird. Ich gebe mir zumindest Mühe, dass das Ganze nicht passiert. So viel zur Vorrede. Achso, ja, natürlich müssen wir dann das Feld 217 besetzen. Das wäre dann 317, 217, das wäre hier drüben. Dort müssen wir entweder eins von den U-Booten oder dieses Minenräumer-Schiffchen hinbewegen. Deswegen fangen wir hier drüben auch gleich mal an und räumen genau diese Mine. Da ist weg. Und jetzt ziehen wir wieder schön gleichmäßig unsere U-Boote nach vorn. Die sind ja so vom Gegner nicht erkennbar. Na, er weiß nicht, dass wir hier stehen. Die Insel hier drüben hat man ja schon geräumt, geleert, gekleert. Und jetzt geht es hier drüben weiter. Wir greifen die Emanuele Filberto Duca de Aosta an. Mit unserem strategischen Bonbon. Jawohl, 5 Schaden. Kann ich gut leben. Hier unten sind, glaube ich, noch weitere Schiffe. Das werden wir dann aber feststellen, ob dem so ist. Und dann möchten wir natürlich unser Truppenland, wir machen es mal so, weil das eine Zeitfrage ist, dürfen wir insgesamt 5 Landungsschiffe benutzen. Alles klar. Ja. Die Truppe hier rein. Dann können die hier laden, die können hier landen. Unsere Stuka könnte jetzt hier schon angreifen, aber ich glaube, da finde ich ein besseres Ziel für. Mal schauen, wie ich das jetzt genau handhabe. Der muss zurück. Die
Flak ist mir zu stark, die kann ich jetzt aber anders vernichten, da brauche ich nicht mehr mein Flugzeug für. Das wäre jetzt also Verschwendung. Ja. Wie kommen wir jetzt am besten hier hinten hin? Ich muss umfahren. Nein. Wie machen wir das am besten, am günstigsten, am cleversten? Wir schalten erstmal diesen Bunker auf, weil der uns ein bisschen aufhält. Dann greifen wir mit der Infanterie diesen kleinen Panzer an, schalten den aus. Dann nehmen wir unsere Elitegradschützen, umgehen. Genau. Umgehen den Sumpf und können dadurch die feindliche Artillerie vernichten, damit ist seine Deckung weg. Und jetzt sind wir in der Lage, auch mit unserer neuen Elite-Pack den Bunker zu vernichten. Die ist ja dafür gemacht. Die hat ja die Fähigkeit, dass er das kann. Es gibt auch gleichen Kriegshelden dafür. Ja, Bernd Neumann erhöht den Sichtradius um 1 und ist der erste Kriegsheld für diese Einheit. Das ging ja sehr, sehr zügig, ja. Damit haben wir einen Sichtradius von 2, was gar nicht mal so schlecht ist bei einer Pack. Normalerweise ist die ja blind. Und jetzt kümmern wir uns intensiv um das Thema Flak. Na, ich denke, das war eindrücklich. Der nächste Held und wieder Sichtradius erhöht für Robert Walter. Flak ist vernichtet. Oh, ich sage jetzt aber Kommandanten, oder? Und die 5. Panzerdivision, Regiment Pfalz, bekommt auch einen Kriegshelden, Steffen Bauer, der verbessert, das habe ich mir gar nicht gemerkt. Die Verteidigung um einen Punkt, wunderbar, also jetzt drei Kriegshelden bekommen in einer Runde, wenn das nichts ist. So, jetzt können wir natürlich hier ein bisschen für Unterdrückung sorgen. Dazu nehmen wir unsere Schwerbomber. Wagen einen Angriff mit den Sturmpionieren. Ja, dafür gab es ein Ritterkreuz. Also ihr seht, an Auszeichnung mangelt es jetzt gerade nicht. Scoute hier mal so ein bisschen rum. Bewege mal den Panzer hier ran. Ich wollte gerade sagen, die Artillerie dahinter, das geht jetzt gerade nicht mehr. Habe ich soeben festgestellt. Aber das macht nichts. Die sind sowas von eingekreist. Die haben da wenig Chancen, noch irgendwas zu bewirken. Schade, dass es hier keinen Flughafen gibt. Aber wir sehen es zumindest, was hier unten los ist. Bei Porto Ferrario. Dort ist nicht nur eine 5er-Einheit, dort ist eine 10er-Einheit. Und die werden wir jetzt mit unserer Stuka wieder angreifen. Aha. Siehe da. Gleich nebenan befindet sich doch eine Flak. Und es gibt auch eine Artillerie. Also greifen wir noch die Flak an und decken das Ganze mit einem Jäger. So. Ja. Okay. Also hier geht es ganz gut voran. Wir wissen ja, Gegenschläge erst ab Runde 8 bis 14. Da ist ja noch eine Menge Zeit bis dahin. Ne, falsch. Immer nur angrenzend. Wir müssen es ja nicht reparieren und da hat er ein Feld, oder kommt er dann ein Feld weiter im Endeffekt? Das ist der Grund des Ganzen. Ich denke mal, hier kommen unsere Garnisonskräfte ganz gut alleine klar. Da brauchen die keine große Unterstützung in irgendeiner Form. Können die jetzt sagen, okay, man nutzt die Gelegenheit, dass die hier gerade angeschlagen ist und finalisiert das, jawohl. Dadurch sehe ich jetzt auch, was hier unten noch an Truppen ist. Und das ist auch gut, dass ich das gesehen habe, denn hier befinden sich zum Beispiel eine Mörsereinheit. Auch cooles Foto. Wobei ich es bei den Helmen nicht erkennen könnte, ob das wirklich Italiener sind. Ja, der sieht mir relativ untypisch aus, aber bin ich mir auch nicht ganz schlüssig drüber. Aber es ist auch mal nett, wenn man mal was anderes sieht, als zum Beispiel diese 75 mm. Der Mörser ist ein bisschen schwächer als das Ganze.
Okay, und ansonsten halt Alpinis, klar, hier ist auch ein bisschen gebirgig, die kann man hier verwenden. Standardinfanterie, ein bisschen Kavallerie, nochmal ein Panzer. Also die sorgen schon dafür, dass man hier einfach durch diese Lücke nicht so einfach durchkommt. Das ist in Ordnung. Hier drüben steht eine Pack. Gegen die kann ich hingegen sehr, sehr gut vorgehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wie machen wir das? Greifen die mit dem Flugzeug an. Jetzt kann ich auch mal eine Infanterie draufhauen. Kein Problem. Okay. Jetzt weitet man die ganze Geschichte eigentlich schon aus. Ein Verband nach dort. Ich noch irgendwas Schnelles. Es lockt mich natürlich, bis hier ganz vorzugehen. Ein Verband nach dort. Auch das lockt natürlich. Mache ich jetzt aber nicht. Die sorgen für Flakdeckung. Ah, da gibt es auch Unterstützung im Hintergrund. Könnt sehen, ja. Den Aufklärer nehme ich jetzt hier wieder weg, weil wir haben ja da drüben einen Aufklärer. Ich muss ja nicht. Ah, das wäre auch blöd, sehe ich gerade. Die kommen ja bis dorthin. Schusstechnisch muss ich mir ja nicht antun. Da ist ein versteckter Bunker. Gut, dass wir den jetzt auch erkannt haben. Und jetzt schlagen wir hier nochmal zu. Halt, halt, halt. Wer hat mehr Sprit? Der hat minimal mehr Sprit. Ja, irgendjemand muss auch mal wieder auftanken gehen. Also die Kräfte an sich sind nicht besonders stark. Also sind jetzt keine Eliteverbände oder ähnliches, aber sie stehen halt relativ tief gestaffelt. Ja, die haben halt versucht, diese engen Stellen gut zuzumachen, das gelingt denen auch, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Wir sind außerhalb der Reichweite seiner Flak geflogen und entdecken dadurch die Trento, einen schweren Kreuzer, und die Cienere, spricht man das aus, ein Zerstörer. Die sind hier unten noch unterwegs. Okay. Jetzt haben wir auch den Angriff offen mit unseren Gebirgsjägern. Machen wir auch. Damit sind die Berserklerys vernichtet. Hier ist natürlich nochmal eine Berserkleri-Einheit. Und hier, wie gesagt, steht noch ein paar weitere schwächere Verbände. Also einfach durchrushen ist nicht. Und wir werden wahrscheinlich auch hier oben Druck kriegen. Die werden mit Sicherheit auch einen Angriff führen. Zumindest sollte ich mich wundern, wenn sie das nicht tun. Das, was an der linken Flanke kommt, was an der rechten Flanke. Unser Ziel ist es ja jetzt hier, Ancona einzunehmen. Und freundlicherweise hat sich ja selbstständig hier die Sarah, ein schwerer Kreuzer, ja, in unserer Sichtreichweite begeben. Dahinter gleich noch ein leichter Kreuzer, Giuseppe Garibaldi. Wir brauchen glücklicherweise nicht weiter vorfahren. Wir haben ja einen Reichweitenvorteil, sind aber bis jetzt nicht besonders effektiv bei unserem Angriff. Habt ihr ja selber gesehen, das war eher schlach, schlecht, schlaff, enttäuschend. Ja. Wie machen wir das jetzt hier am besten? Ich glaube nicht, dass wir bis hier runterkommen, weil wenn diese Brücke nicht gesichert ist, wäre ich doch also schwerst überrascht. Aber warten wir es mal ab, vielleicht ist es wirklich so. Haut nicht ab, okay. Und jetzt? Jetzt haut er ab. Kavallerie und ähnliches versuche ich ja einfach über den Fluss zu ziehen. Kann noch ein bisschen scouten. Nicht viel, aber da. Jedes bisschen wird uns nützen. Ist wirklich krass, ne? Da ist echt nichts. Da ist echt nichts. Wir sind mal ganz, ganz frech. Wir stellen mal die Truppen hier vorne hin. Machen es einfach. Ziehen alles irgendwie hier rüber.
Die Gebirgsjammer haben ja gesagt, setzen wir natürlich im Gebirge ein. Wer hätte es gedacht? Da wir sind die ja schließlich da. Wir sind noch eine Standardinfanterie, die kann ich ja auch noch ganz gut gebrauchen. Und auch der Aufklärer kann ja noch mitgenommen werden. Die Pioniere hingegen brauche ich dann eher an der richtigen, der wichtigen Front. Sagen wir es mal so. Sehr schön positioniert. Natürlich werden die jetzt Dresche bekommen. Ganz ohne Frage. Aber ich denke mal, das wird uns trotzdem nützen. Ja, jetzt bin ich natürlich im Zweifel, was ich mit meinem kleinen Flussboot machen soll. Also ich glaube, weiter vorziehen ist eine blöde Idee. Zwei schwere Schiffe des Feindes, die würden doch relativ kurzen Prozess mit mir machen. Das muss ja nicht sein. Aber wir können zum Beispiel mit unseren Flugzeugen hier einen Schirm machen. Den anderen Schirm setze ich hier unten hin und wir können vielleicht nochmal einen Angriff fliegen. Also er muss sich eh entscheiden, in welche Richtung er jetzt seine Flak angreifen lässt. Deswegen machen wir es einfach so, ohne jeden Erfolg. Entdecken, dass hinter der Pak noch eine Artillerie steht. Also diese Stellung ist ganz dicht, also ist ganz, ganz, ganz hart, finde ich. Eine Menge Verbände, die haben die Deckung durch die eigenen Schiffe. Die haben eventuell Einheiten, die noch gegenstoßen können und sie verfügen, wenn sie Glück haben, in der nächsten Runde dann auch über Flugzeuge. Und damit können sie hier drüben an der Adria-Flanke schon ganz schön Druck machen, ganz schön was aushalten auch von dem, was ich jetzt an Angriffen voranbringe. Na, ich bin mal gespannt. Gut, wir klicken uns kurz durch. Ja, ne, es geht alles nicht. Da kommen wir nicht weiter. Deswegen Rundenende. Fahrt auf den Panzer, okay. Teilen ihr Feuer auf. Oha. Ich stand ja im Haus, da konnten sie mich ja nicht erwischen, so ungefähr. Zwischen den Häusern, da haben die Artilleriegeschütze der Schiffe irgendwas getroffen, aber nicht mich. Mein Zerstörer kam nah genug ran, entdeckte meine LKWs am Ufer, im Hafen und hat dann entsprechend für Verluste gesorgt. Ja, gibt es kleine Gegenstöße, auch wenn es nur leichte Panzer sind, aber genau das meinte ich. Er versucht jetzt halt, den Flussübergang ein bisschen dicht zu machen. Mal sehen, wie gut ihm das gelingt. Mich ja immer, wenn es ein bisschen Gegenwehr gibt und nicht einfach nur passiv die Truppen des Feindes stehen. Und dann ist immer eine Runde 4, 3. Juni, 14 Uhr. Wetter ist immer noch super. Wir haben gesehen, dass es hier noch ein U-Boot gibt. Also es ist völlig richtig, dass wir uns so vorsichtig bewegen. Ja, als erstes mal Minen räumen. Kein Problem. U-Boote nach Süden ziehen. Entdecken natürlich weitere Minen. Jede Menge. Ich weiß gar nicht, ob die Minen uns sehen können. Ich glaube nicht. Das wäre auch irgendwie doof. Bin mir aber nicht so 100% sicher. So, die werden dann anlanden. Die werden eingepackt, fahren los und die gehen schon mal an. Also in Hafenbereichen bereiten sich darauf vor, dass sie dann bald an Bord dürfen. Prestige gibt es übrigens nicht. Wollte ich bloß noch mal nachschauen. Wo nutzen wir unsere Schiffe? Na, hier angrenzen geht es natürlich auch nicht. Ja, hier ist ja die Flak. Aber natürlich lassen wir uns, wie gesagt, Schläge gegen so etwas überhaupt nicht entgehen. Auch hier hinten. Immer schön drauf auf die Schiffe. Ja, können wir jetzt hier irgendwie landen oder irgendwas machen? Oh, meine Stuka ist sowieso leer, sehe ich gerade. Die muss dringendst zurück. Dann ist es halt so. Das Flugzeug muss auch zurück. Das wird auf jeden Fall nicht so einfach, weil wir erstmal die Verteidiger wirklich wegräumen müssen, bevor wir überhaupt eine Chance haben, auf der Insel zu landen. Andererseits haben wir da ein bisschen Platz. Und haben überhaupt die Chance, Truppen anzulanden.
Jetzt könnte ich hier nochmal scouten gehen, das mache ich auch. Da befindet sich wieder nur eine 5er-Einheit, das ist dann wieder kein Problem. So, wir beschäftigen uns mit Piombino. Versuchen diese Stellung komplett zu zerstören. Piombino. Artillerieschlag. Angriff. Sieg. Und rein da. Upp, geschafft. Und jetzt greift man seine Kavallerie an. Damit ist er aus dem Spiel. Und wir bewegen uns mal Richtung Grosseto. Ich liebe sowas. Es ist so geil. Mit solchen Fahrzeugen zu agieren macht einfach nur Freude. Und weg. Ein Träumchen, oder? Angriffe mit anderen Verbänden müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig vortragen. So, die Flak mal hier hinter. Man weiß ja nie, wann das nächste Mal feindliche Flugzeuge auftauchen. So, dann können wir hier die Infanteristen nachziehen. Guck gerade mal. Ja, in der Mitte müssen wir mal schauen, da am besten vorgehen. Also die Stellung jetzt hier stürmen funktioniert natürlich überhaupt nicht. Da brauchen wir uns gar nichts einbilden. Aber ich möchte die jetzt auch nicht so... Also ich möchte die Unterstützung hier noch ein bisschen verbessern. Das ist mir. Machen wir es mal so, dass wir einfach hier drüben ein ordentliches Loch reinschlagen. Boah, zwei haben wir da verloren. Ist doch nicht wahr. Muss ich fragen, für was denn bitteschön? Ah, ihr seht das. Der Sprit wird knapp. Lieber erstmal die ganzen Jäger auftanken lassen. Jetzt von mir mal richtig zuschlagen. Das war eigentlich gar nicht so geplant, mich dort überhaupt aktiv einzumischen. Das hat sich so ergeben. Aber ich nutze jetzt die Gelegenheit, wenn ich ja schon einmal zuschlage, also wenn ich das halt tue, dann tue ich es richtig. Und weg. Genau, Sturmgeschütz. Packmodus. Und jetzt gibt es nur noch diese Kapanole, diese Feldbefestigung, das war's. Der Rest ist dort ausgeschaltet. Ja. Wir greifen seine Flakke, seine Artillerie an. Sorry. Sind es natürlich im Sumpf. Sumpf ist per se erstmal blöd. Ich muss überlegen, wie ich das am besten handhabe. Panzer hier vorziehen. Das hat mich jetzt aber auch nicht gerade umgehauen, oder? Geht weg. Dann rücken wir mal in seine Artillerie ran. Falsche Mega ziehen wir rüber. Die Artillerie ziehen wir nach. Wir müssen auch bedenken, wir haben ja jetzt eine stärkere Artillerie, als wir jemals hatten. Wir haben ja jetzt 15 cm Artillerie.
Zudem haben die auch noch ein ordentliches Transportfahrzeug bekommen, also damit kann man ganz andere Löcher machen als noch bis eben. Hier geht es gegen die Berserkleri, auch das sehr, sehr erfolgreich. Die weichen aber nicht. Ja, bin ich aber zufrieden. Ich könnte es hier rumziehen. Die ausschalten. Oder ich lasse als Deckung stehen. Na, ich ziehe rum. Was weg ist, ist weg. Dann kümmern wir uns noch um die Kavallerie. Kriegt man nicht kaputt. Schade. Aber hier läuft es eigentlich ganz hervorragend, wenn wir uns überlegen, dass wir gerade mal in Runde 4 sind. Wenn das so weiterläuft, so hypothetisch gesprochen, haben wir bis Runde 8 den Bereich eingenommen, stehen südlich des Flusses, der Ombrone, hier sowieso. Und dann werden wir wahrscheinlich die Gegenschläge irgendwo ganz in einer ganz guten Position abfangen können. Zum Beispiel in dem Bereich. Hier war das immer schwer, dann durchzukommen. Und an dieser Engstelle, vielleicht können wir an der Engstelle, sorry, einfach zumachen. Und dann kann er sich einen Kopf einrennen mit seinen Panzern und was auch immer da alles angefangen kommt. Mal gucken. Scout ich noch mal ganz kurz. Was haben wir da noch? Okay. Gibt es also noch Flak, die im Bodenkampfmodus aktiv ist? Hier gibt es nochmal Heavy Infanterie. Wie gesagt, alles keine Luxus, Elite, was auch immer Einheiten, aber sehr, ja, sehr hilfreich, sehr gut gestaffelt aufgestellt. Von daher. Zerstörer. Mal gucken, ob er wieder zurückkommen würde denn. Das war jetzt eigentlich sehr, sehr kritisch von mir. Dass es so ein guter Plan war, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das hätte ich lassen sollen. Greife seine Artilleriedeckung an. Der ist schon fast wieder leer. Also erstmal auftanken für alle Fälle. Halt. Ziehen wir neben unser Schiff. Tja, und jetzt könnte man theoretisch den Fluss überqueren. Den Rückschlag auf den Bunker. Bunkerknackerfähigkeit eingesetzt und weg damit. Artillerieschlag auf seinen kleinen Panzer. Kriegt man hier aber nicht weg. Leider nicht. Schade, hätte ich natürlich ganz anders noch agieren wollen. Hier hinten liegt noch sein schwerer Kreuzer Zara, das ist das Problem. Dieser schwere Kreuzer kann uns noch eine Menge Ärger bereiten. Weiter. Also hier wird es ein bisschen gefährlich, weil die natürlich unser Flussboot angreifen können. Da waren wir eindeutig zu optimistisch, zu frech. Sage ich jetzt mal so. Das hätte ich mir sparen können. Blöd gehandelt. Hoffentlich bereue ich das nicht noch. So, noch irgendwas, was wir noch nicht getan haben. Ah, der hat frisch aufgetankt, okay. Na dann. Noch irgendwas?
Damit sind wir durch, Rundenende. Schießt natürlich auf diesen Eliteverband. Hier drüben genau dasselbe. Irgendwo verständlich. Seine Schiffe greifen unsere Landartillerie an. Okay. Da bin ich überhaupt nicht traurig drüber, muss ich mal sagen. Jetzt kämpfen sie gegen unser Flussboot, aber mit schwachem Erfolg. Die Kavallerie hat jetzt ganz, ganz schlechte Karten. Die wird aber verlieren. Gibt auf, ja. Keine Rückzugsmöglichkeit, im Fluss stehend unter Feindfeuer. Da ist halt irgendwann Schluss. Das ist auch krass, ja. Also ihr seht, verlustfrei geht das Ganze nicht ab. Der Gegner wehrt sich entschlossen. Kann man nicht anders sagen. Wir bekommen den Durchbruch hier nicht geschenkt. Und es gefällt mir, dass hier auch mal ein bisschen aktiveres Vorgehen zu sehen ist, ein bisschen aktivere Aktion, dass man merkt, ja, du darfst hier nicht durch, es geht gegen Rom, wir halten dich auf, wir geben alles. Ja, hier zum Beispiel hier, die Flak schwer beschädigt, wurde jetzt gerade eben, dass wir hier die beiden Verbände fast verloren haben. Dass wir hier oben den Verband fast verloren haben, dass wir die Kavallerie verloren haben und so weiter und so fort. Also die greifen hier schon ordentlich an, kann man nicht anders sagen. Ja, also wir sind auf breiter Front in Kämpfe verstrickt. So luft man gerade nicht. Aber das wird nicht lange dauern, dann ist die nächste Welle da. Aber zu See und zu Land auf jeden Fall. Ihr könnt sehen, auf die komplette Breite von Italien toben die Kämpfe. So soll das sein, es soll spannend sein. Und ich hoffe, das bleibt es dann auch. Und es ist für euch auch beim Zuschauen. Gebt mir nochmal ein Feedback, wie ihr das findet, wie es euch gefällt. Was ihr von diesem Szenario Konstruktion haltet, von dem Aufbau, von dem Ansatz, von den Szenario-Zielen, die ja auch immer wieder mal wechseln. Bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. In diesem Sinne, danke für diesmal und bis zum nächsten Video. Macht's gut.